herzlich hier begrüßen zum Amref Staffel Charity Lauf Insel. 42 Kilometer, 42 Leute bewältigen diese Strecke hier. Wie schon gesagt, in Kürze geht es also los. Um 14 Uhr gibt es hier den Start zu diesem Mega-Event. 1000 Leute haben wir hier in Erwartung dieser besonderen 1-Kilometer-Strecke. Amref Austria und Flying Doctors, wie es genau heißt, versorgen Südwestkenia hauptsächlich, wo auch die Masai Mara ist, medizinisch mit ihren Fliegern. Und die Organisation gibt es seit 1983 in Österreich. Amref Austria hat Dr. Walter Schmiedel gegründet, der bei diesem Staffelmarathon hier auch gewesen ist. Und es ist eine Charity, weltweite Charity-Organisation, die hauptsächlich Afrika medizinisch unterstützt. Im Prinzip hat der Zufall zugeschlagen. Also ich war in Wien mit unserem Lauftreff aus Bad Hering und habe eigentlich meine Kollegen gesucht nach dem Marathon. Und durch einen Zufall habe ich den kenianischen Botschafter in Wien kennengelernt, in einer Bar im Bermuda-Dreieck. Und da ist diese Idee dann wirklich entstanden, nach 2-3 Bier noch mehr und immer intensiver. Und schließlich hat sich das so ergeben, dass ich einen Kontakt zu Amref Austria erhalten habe und wir dann also gemeinsam mit euch diese Reise geplant haben. Grundsätzlich muss man sagen, dass ich glaube, noch kein Verein oder keine Firma so etwas also bis jetzt durchgezogen hat. Wir sind ja mit 14 Leuten drüben gewesen in Kenia, sind dann wirklich 10 Stunden nach Kapsadet in dieses Läuferdorf gefahren, wo es auch Olympiasieger wie Paul Taggart herkommen. Da wird ja Lauf produziert, sage ich mal. Und unser Ansinnen war das, gemeinsam mit euch Läufer herzubringen, direkt von Kenia, ohne Manager, wo also Kosten dann nicht entstehen, sondern dass diese Läufer, die das Geld dringend brauchen, alles mit nach Hause zu nehmen können. Und das ist uns ja drüben gelungen mit einem Qualifikationslauf. Die besten drei haben wir beim Kaisermarathon hier gesehen. Dieter, was nimmst du oder was habt ihr jetzt ganz persönlich aus Kenia mitgenommen? Was für Eindrücke waren da besonders nachhaltig? Vor allem, dass das Leben nicht überall so einfach, vielleicht ist es auch bei uns nicht immer einfach ist, aber noch viel, viel schwieriger sein kann auf der Welt. Speziell wo wir waren, haben wir sehr viel Armut gesehen. Die Leute müssen sich wirklich noch kümmern, dass sie was zum Essen haben. Und das holt einen einfach wieder mal zurück auf den Boden, sage ich mal. Und das Tolle ist also drüben, dass wir jetzt Möglichkeiten geschaffen haben, dass diese Läufer, die zu uns kommen, dass wir sie auch wirtschaftlich unterstützen können. Da hängen immer ganze Familienclans dran. Und ich glaube, das war für uns alle eines der größten Erlebnisse, die wir bis jetzt gehabt haben. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's! Auf dem Ziel.